Ja, hallo und herzlich willkommen bei Einfach besser leben. Wir dürfen dich begrüßen. Mein Name ist Wolfgang. Mein Name ist Maria. Schön, dass du dieses Video jetzt anschaust. Wir möchten dir ein praktisches Video mit an die Hand geben, mit dem du, wie der Name schon sagt, deine Nackenprobleme lösen kannst. Ich möchte am Anfang nur ganz kurz auf die Entstehung von Nackenproblemen eingehen, denn da gibt es ganz viele Videos. Wir konzentrieren uns auf die Praxis. Mein Top-Favorite für die Entstehung von Nackenproblemen ist sicher allgemein verbreiteter Stress, unter dem wir alle mehr oder weniger leiden. Wir haben dazu viele Methoden entwickelt, von Qigong bis Yoga. Da könnt ihr euch gerne die Videos anschauen. Das ist heute nicht so sehr das Thema. Ein zweiter Grund ist sicher, dass viele nützen von Smartphones, was so viel bedeutet, wie dass dein Blick immer nach unten gerichtet ist. Egal, ob hier ein Smartphone ist, ob du ein Tablet hast oder auch, ob du auf deinem PC, auf deinen Laptop schaust, der Kopf ist nach vorne unten gerichtet. Wir bekommen immer mehr so diese nach vorne übergebeugte Position, die dann irgendwann sich auch chronifiziert, die bleibt dann irgendwann. Der Kopf möchte aber trotzdem, wir müssen trotzdem gerade ausschauen, also macht der Nacken diese Überstreckung und macht hinten quasi dicht. Wir haben hinten eine Kontraktion, obwohl wir hinten Länge bräuchten. Das sind so aus meiner Sicht zwei wichtige Gründe. Maria, vielleicht fällt dir noch einer ein. Ja, zum Beispiel, wenn wir Sehschwäche haben und uns das nicht ganz bewusst ist oder wenn wir auf dem falschen Polster schlafen. Und ja, es gibt da sicher mehrere Ursachen, aber wie der Wolfgang schon gesagt hat, jetzt ist jetzt eigentlich, die Ursache ist egal, man macht im Prinzip eh immer wieder das Gleiche an Übungen und genau. Mobilisationsübungen und so weiter. Genau. Und damit legen wir auch schon los mit der Praxis. Das Ganze ist so aufgebaut, es soll ein ganzheitliches Nackentraining sein. Wir wollten euch nicht nur ein paar einzelne Übungen geben, sondern wir machen zuerst mit dir Mobilisationen. Mobilisationen sprechen speziell die Gelenke im Hals-Wirbelsäulenbereich an. Hier befinden sich viele kleine Wirbelgelenke und die müssen wir quasi schmieren. Ja? Jedes Gelenk will geschmiert werden mit Knorpelflüssigkeit, mit der sogenannten Synovia. Das machen wir mit Mobilisationen. Dann, zweiter Teil, die Dehnungen. Ja, bei den Dehnungen geht es darum, die wichtigen drei Nackenmuskeln zu dehnen. Also wir werden zwei dehnen und einen werden wir massieren. Und damit sind wir schon beim dritten Punkt, Massage. Ich werde dir zeigen, oder wir werden dir zeigen, wie du deinen Nacken von Spannung befreien kannst, indem wir Akupressurpunkte, Triggerpunkte verwenden. Und der vierte Teil betrifft die tiefen Muskeln. Alles, was wir vorher gemacht haben, möchten wir dann quasi integrieren mit ein, zwei Integrationsübungen. Jawohl, und damit würde ich sagen, legen wir los, Maria. Ja. Ich darf dich bitten, dass du dich auf den Hocker setzt. Und ich darf euch bitten, dass ihr bitte sofort mitmacht. Es wäre optimal, setzt euch irgendwo hin, stellt euch irgendwo hin und versucht die Übungen so mitzumachen, wie sie der Wolfgang an mir vorzeigt. Genau, das Ganze ist gedacht zum Mitmachen, also wirklich praxisorientiert. Maria setzt sich hin, damit du weißt, okay, das Ganze kann man im Sitzen machen, das Ganze kann man im Stehen machen. Ich mache es stellvertretend stehend. Okay, Mobilisationen, damit geht's los. Es geht darum, was kann der Kopf für Bewegungsrichtungen machen, in welchen Achsen. Ne? Okay, wir können drehen nach links hinten. Genau. Wir können in die Mitte gehen, wir können den Kopf nach rechts drehen. Und während du das Ganze jetzt machst, dreh den Kopf nach links, noch einmal in die Mitte, dreh ihn nach rechts. Okay, stopp an dieser Stelle ganz kurz und achte jetzt, versuch jetzt einfach dich zu fragen, ob dein Nacken wirklich lang ist. Was heißt ein langer Nacken? Es geht in deiner Vorstellung eine Achse durch das Ohr durch. Ja, also durchs Ohr durch und um diese Achse kippst du deinen Kopf, was so viel bedeutet, als dass du hinten im Nacken lang wirst und vorne das Gefühl hast, du bekommst ein kleines Doppelkinn. Keine Angst, das geht auch wieder weg, das ist nur temporär. Aber der lange Nacken, der bleibt. Okay, und erst wenn du in dieser Länge bist, in dieser Länge hier hinten, wir können noch ein bisschen entspannen, mach das nicht zu intensiv, dann mach noch einmal diese Rotation. Nach links und rechts. Und versuch, diesen langen Nacken zu halten und zu beobachten, ob das einen Unterschied ausmacht. Wie fühlt es sich an, Maria? Spürst du einen Unterschied? Ja. Ja. Das heißt, die Ausrichtung vom Kopf ist jetzt etwas eine andere. Okay, wir kommen zurück zur Mitte. Viermal links, viermal rechts. Reicht. Super.
Wir gehen weiter, wir gehen zur Seitneigung. Ja? Jetzt geht es darum, den Kopf zur Seite zu neigen. Also, Maria, du kannst einfach damit beginnen, den Kopf auf eine Richtung, ich lasse dir die aussuchen, genau nach rechts ablegen, wieder in die Mitte zurück und du kannst das Ganze gerne in deinem eigenen Tempo machen, du kennst dich aus, du weißt, wie schnell das gehört. Maria legt im Prinzip einmal ihr rechtes Ohr Richtung rechte Schulter, kommt in die Mitte, legt das linke Ohr in Richtung linke Schulter. Beobachte dabei, ob es schon Seitenunterschiede gibt, ob du das Gefühl hast, eine Seite geht besser, die andere geht schlechter. Was übrigens sehr, sehr häufig der Fall ist. Ganz oft in unseren Trainings können wir das bei unseren Kunden auch beobachten. Das kann man von außen sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen links und rechts. Bei Maria schaut das sehr ausgeglichen aus. Okay, wichtig, die Schultern bleiben in einer horizontalen Linie. Wenn wir hier eine Linie einzeichnen würden, bewegen sich die Schultern nicht mit. Es ist eine Bewegung für die Nackenmuskulatur. Perfekt. Wir bleiben in der Mitte. Okay, was können wir jetzt noch machen? Wir können ein nach vorne Nicken machen und ein nach hinten Nicken. Allerdings wird das in 90% der Fälle jetzt falsch gemacht, wenn du nicht von vornherein diese Ohraktivierung wieder, also die Ohrachse dir vorstellst. Ja? Lange Achse durchs Ohr. Nacken wird lang beim nach unten sinken. Und beim Heben wird er hinten wieder etwas kurz. Okay, während Maria jetzt diese Bewegung noch ein bisschen weitermacht und ein ganz, ganz kleiner Hinweis an dieser Stelle, du kannst diese Übung so machen, aber wir können die Übung noch effektiver machen, indem wir auch die tiefen Nackenmuskeln, die ganz, ganz in der Tiefe sind, die kleinen Rotatoren, die kleinen Nackenstrecker, indem wir diese aktivieren und die Aktivierung passiert über die Augen, denn die Augen haben eine Verbindung nach hinten. Und deshalb bitte ich jetzt dich, Maria, nimm deine Hände, mach einen Flechtgriff, bring sie an die Rückseite deines Kopfes. Wenn du nun dein Kinn, nun zieh mit deinen Händen deinen Kopf etwas in die Länge, lass dein Kinn nach unten sinken. Lass die Augen geöffnet und jetzt blicke mit deinen Augen so stark nach unten, wie du kannst. Also du siehst irgendwie verschwommen deine Nase und du schaust Richtung Bauchnabel nach unten. Oder auf deine Oberschenkel, aber du schaust wirklich ganz intensiv nach unten. Dann komm bitte wieder hoch mit dem Kopf, schau nach oben und schau mit den Augen wirklich nach oben. Und das kann sich anstrengend anfühlen. Je anstrengender das in deinen Augen ist, umso mehr Spannungen hast du da drinnen. Dann wieder nach unten, das machen wir jetzt ein paar Mal in deinem eigenen Tempo. Also Maria zieht den Nacken lang, schau zusätzlich nach unten, das kannst du jetzt nicht so gut sehen. Ja? Sie blickt nach unten. Hebt nach oben und jetzt blickt sie, ich zeige die Richtung, wirkt da nach oben, schauen die Augen, okay. Einmal machen wir noch nach unten. Schau einmal nach unten, warte mit den Augen bitte, mach die Bewegung nach unten. Und erst wenn du unten bist, Achtung, jetzt spür deinen Nacken unter deinen Händen und jetzt schau nach unten. Und viele von euch, die ein gutes Körpergespür haben, können jetzt diesen subtilen Zug in der Tiefe spüren. Ja, Maria, spürst du das? Ja. Ja? Und es wäre vielleicht nur wichtig zu sagen, dass man wirklich nicht den Kopf nach unten drückt, sondern wirklich, wie es der Wolfgang gesagt hat, lang macht und über die Länge nach vorne geht. Viele tendieren dann dazu, den Kopf nach unten zu drücken. Es ist mir bei mir jetzt gerade auch aufgefallen, dass ich ein bisschen mehr Druck ausgeübt habe. Genau, super Hinweis. Also alles im Nacken passiert ohne Gewalt. Es passiert basiert auf Freiwilligkeit. Denn wenn du in eine Muskulatur zu stark dehnst, hat der Körper den Reflex, er spannt sich quasi an und dann hast du auf längerfristig genau einen gegenteiligen Effekt. Also hier ist weniger wirklich mehr. Okay, aber ihr habt das gespürt und das ist ganz wichtig. Das nehmen wir jetzt auch bei den nächsten Übungen, bei den Dehnübungen mit, diese Augenbewegungen. Okay, wir haben den Kopf jetzt in alle Richtungen quasi schon einmal durchbewegt. Jetzt noch eine Übung, die ich aus irgendeinem Grund immer wieder als Schildkröte bezeichne. Wir machen einmal diese Übung, indem wir die Halswirbel quasi wie eine Treppe auffächern. Ja? Dazu schiebt Maria jetzt das Kinn einfach mal nach vorne, lässt es nach unten absinken, gedanklich auf das Brustbein und zieht nun das Kinn über das Brustbein wieder nach oben und macht hier wieder den berühmten langen Nacken, Long Neck. Okay, wieder nach vorne, absinken nach unten und entlang dem Brustbein nach oben. Und gleichzeitig visualisiere diese Halswirbelsäule, wie sie sich auffächert, nach vorne,
aufs Kinn, aufs Brustbein, nach oben. Perfekt, eine Wiederholung noch. Schieb noch einmal nach vorne, lass nach unten sinken, roll nach oben und denk dir hier wieder Länge. So als oben an dich, da oben, nach oben zieht. Super, perfekt, das reicht. Und zum Abschluss noch eine kleine Mobilisation für die Schultern. Bisschen Schulterkreisen. Genau, Schulterkreisen zurück. Du kannst auch gerne mit beiden Schultern etwas kreisen. Vom Gedanken her wollen wir diese Wirkung nicht nur die Halsgelenke mobilisieren, sondern auch die Schultergelenke. Perfekt. Maria, wie fühlt sich das an? Ganz fein. Besser? Viel besser. Okay, super. Ich hoffe, euch geht's gleich. Ihr fühlt schon, dass da was in Bewegung kommt. Jetzt haben wir alle Gelenke geschmiert und jetzt geht's in die Dehnung hinein. Und hier haben wir zwei große Player, die ich dir jetzt vorstelle, nämlich den sogenannten Kopfwendermuskel, lateinisch dann Trapezius. Der Begriff ist sehr, sehr geläufig. Der besteht aus drei Anteilen grundsätzlich, ein oberer, mittlerer, unterer Anteil. Meine Maria, wenn du dich kurz bitte umdrehst, dann kann ich das hinten zeigen. Läuft vom Hinterhaupt quasi nach unten, wie so eine Kapuze, setzt hier an den Schultergräten, an dieser Knochengräte quasi an. Das ist der obere Anteil, der für uns interessant ist. Der mittlere und untere Anteil ist weniger interessant, den können wir jetzt nicht direkt beeinflussen. Zumindest nicht in diesem Video jetzt. Was wir jetzt machen ist, wir dehnen jetzt den Trapeziusmuskel einseitig. Und dazu bitte ich dich, nimm deine Hand, deine rechte Hand auf die Seite. Und jetzt mache ich diesen Sicherheitshinweis gleich. Du lässt den Kopf jetzt nach rechts kippen und es könnte so ausschauen, wie wenn Maria hier zieht, aber das ist auf keinen Fall richtig. Die Hand ist lediglich, die legt sich einfach drauf und das eigene Gewicht bewirkt diesen Zug zur Seite. Die Dehnung erzeugen wir dadurch, dass wir die linke Schulter nach unten schieben. Ja, also Maria schiebt ihre linke Schulter nach unten. Maria, spürst du diesen Zug an der Seite? Ja. Also hier haben wir jetzt quasi am Trapezius links, dieser ist jetzt in einer Dehnung. Was machen wir in einer Dehnung? Ganz einfach. Spüren. Ganz, ganz wichtig, dieses Spüren, diese innere Frage, wo ist der Maximalpunkt dieser Dehnung, wo ist am stärksten, mehr oben, Mitte, unten. Das heißt, dass wir mental wirklich dort sind, fokussiert in diesem Muskel. Und andererseits atmen. Kennt ihr Bauchatmung? Richtig schön tief durchatmen. Und dann haben wir diesen Release, diese Entspannung im Gewebe. 30 Sekunden sind ein gutes Minimum. Praktischerweise ist es besser, 45 Sekunden zu dehnen. Und man kann auch durchaus eine Minute dehnen. Ich warte einfach gern immer wieder ab, bis dieser brennende Schmerz etwas loslässt oder bis die Spannung mindestens sich um 50% geschätzt verbessert hat. Okay, Maria, dann bitte gerne wieder in die Mitte. Bevor wir die Seite wechseln, Hand wieder nach unten, möchte ich gleich zum zweiten Muskel kommen. Ich möchte einen Seitenvergleich machen. Der zweite Muskel ist der sogenannte Schulterblattheber oder lateinisch für die, die sich auskennen, der Levator Scapulae. Der zieht vom inneren Rand, das Schulterblatt ist ja dieser dreieckige Knochen hier, ja, und der zieht vom inneren Rand, und das ist ganz interessant, nach oben zu den Ansätzen der ersten Halswirbel. Und das ist klug gemacht von der Natur, aber andererseits auch eine sehr problematische Stelle, denn diese Ansätze sind relativ filigran und alle Spannungen von der Schulter können so direkt nach oben übertragen werden. Ja, ihr seht das im Bild und das ist ein sehr, sehr großes Problem in der Nackenmuskulatur. Der macht ganz, ganz oft Probleme. Wir dehnen. Ähnlich. Greif bitte wieder auf die rechte Seite. Kleine Variation. Jetzt rutscht die Hand etwas nach hinten. Ja, genau. Und der Blick sinkt jetzt nach unten, jetzt muss ich kurz denken, und wir schauen nach links unten. Ja? Auf die linke Seite. Ja. Genau. Also, wir sind in dieser Position und der Blick fällt quasi zum linken Knie bei der Maria, wenn du stehst, eher zu deinem linken Fuß nach unten. Und die Dehnung, Maria, spürst du den Unterschied? Ja. Du weißt noch, wir waren vorher seitlich, jetzt sind wir mehr nach hinten verlagert. Genau. Und ich könnte jetzt hier diesen Muskel da durchfahren und das spürst du möglicherweise,
Ja, könnte sein, dass unangenehme Stellen da sind. Du kannst auch gerne so mit deiner freien Hand einmal diesen Muskelstrang, der springt da relativ prominent heraus, du kannst den da richtig durchstreifen. Ja? Und vielleicht spürst du da so richtige Hügel oder Verspannungen drin. Und dann ist das die perfekte Übung für dich. Ich sage es gleich dazu, diese Spannungen gehen nicht beim ersten Mal komplett weg, aber bei regelmäßiger Anwendung schaffen sie Linderung. Genau, du kannst den Muskel auch gerne so ein bisschen massieren, wie Maria das jetzt macht, das mache ich gerne, denn die zweite Hand kann ja durchaus was machen. Okay, wir gehen in die Mitte zurück, Maria. Dankeschön, super. Senke den rechten Arm ab und bevor wir die Seite wechseln, Achtung, Stopp. Ganz, ganz eine wichtige Sache. Unser Nervensystem reagiert auf Kontrastreize. Ja? Also, heiß, kalt, hell, dunkel. Unterschied in den Spannungsverhältnissen. Spürst du einen Unterschied, Maria? Ja. Ehrlich? Wirklich. Okay. Kannst du kurz beschreiben, wie sich das unterschiedlich anfühlt? Also zum einen fühlt sich der Kopf da leichter und man spürt auch, dass irgendwie die Durchblutung besser funktioniert. Und ja, es ist ein ganz angenehmes Gefühl auf dieser Seite. Und die Seite freut sich schon, wenn sie auch durchmobilisiert und massiert wird. Super. Und bevor wir das machen, kurz noch einmal die Augen schließen, innerlich spüren. Der Kopf, dein Nervensystem registrieren, okay, es gibt zwei Optionen. Die alte, Spannung, dicht, wenig Durchblutung, aber es gäbe auch eine zweite Option. Ja? Offener Raum, Weite, Durchblutung, feines Gefühl. Und innerlich kann sich dein System jetzt quasi neu orientieren und sagen, okay, zwei Optionen, welche nehme ich? Wenn es klug ist, nimm es vielleicht die Option offener Raum. Perfekt, das Ganze auf die andere Seite, damit ihr nicht einseitig seid. Also linke Hand an die Seite. Wir gehen zum Kopf, zum Kapuzenmuskel, dem Trapezius. Bitte nicht ziehen am Kopf, die Hand legt sich nur, schmiegt sich an, geht zur Seite. Die Dehnung passiert über das große Gelenk. Was wir jetzt auf dieser Seite machen, wir nehmen zusätzlich, du könntest jetzt deine Augen schließen, dann haben wir eine super Wirkung. Aber du kannst auch sagen, hey, ich möchte so effektiv wachen wie möglich, ich möchte auch die tiefe Muskulatur dabei haben. Deshalb öffne deine Augen und schau jetzt nach links oben. Und dann schau nach rechts unten. Und mach das noch einmal für dich, so spielerisch, ja, als Experiment. Und schau, ob du einen Unterschied spüren kannst. Man spürt es sofort ganz in der Tiefe. Und das ist keine Magie, sondern das ist einfach, weil die drei Augenmuskeln eine Verbindung haben nach hinten in den oberen Halswirbelsäulenbereich. Jetzt ist die Wirbelsäule quasi am Ende, also die Muskulatur am Ende ihrer Beweglichkeit. Jetzt geht der Impuls noch in die tiefen Nackenmuskeln hinein. Und das ist bei ein bisschen Körpergefühl spürbar. Und die wollen wir natürlich mitnehmen. Es wäre ja nicht wirklich schlau, wenn wir jetzt in dieser Zeit nicht das Optimalste herausholen. Und das wird ganz, ganz, ganz selten wird euch das gesagt, in den verschiedenen Nackenvideos, auch in Kursen. Und das möchten wir euch heute einfach mitgeben. Okay, wieder bitte kurz in die Mitte, aufrichten, kurz entspannen. Und wir gehen zum Schulterblattheber. Greifen noch einmal zur Seite. Die Hand rutscht etwas nach hinten. Da habt ihr so eine schöne Rundung und du ziehst nach unten. Und du schaust jetzt quasi nach unten zu deinem rechten Knie. Respektive, wenn du stehst, zu deinem rechten Fuß nach unten. Du spürst den Unterschied wieder, Maria? Ja. Trotzdem bleibt dieser Arm schön hängen, lang nach unten. Und auch hier könnte man spielen mit den Augen. Ein bisschen schauen nach rechts, nach links. Und immer in verschiedenen Achsen denken, spielerisch. Gibt nicht nur rechts, links, oben, unten, sondern gibt es auch was dazwischen. Schräg oben, schräg nach unten. Wie wenn dein Kompass wäre in deinen Augen und du könntest in alle Winkel die durchspielen. Und in Wirklichkeit bei fortgeschrittenem Training würdest du dann den Punkt suchen, diesen Winkel, bei dem du die stärkste Anspannung spürst. Aber für Anfang ist ganz okay, links, rechts, oben, unten, perfekt. Dann gerne wieder in die Mitte zurück, noch einmal tief durchatmen, genau, ruhig beim Zurückgehen. Ganz ein wichtiger Teil. Dehnen, immer wieder das Atmen, das vergisst man. Schlimmste, wenn du in der Dehnung bist und vor Konzentration nicht mehr atmest. Ja? Höchstkonzentration. Wenn du nicht atmest, ist der Muskel quasi eingefroren, arbeitet nicht, entspannt sich nicht mehr. Atmen.
Maria, wie? Man kann ruhig auf der Seite auch noch wieder ein bisschen massieren während der Dehnung. Und wenn man das Gefühl hat, ja, ich brauche etwas mehr Massage, dann gehe ich in die Massage. Wenn ich das Gefühl habe, nein, die Bewegung allein reicht mir, bleibe ich nur in der Bewegung. Okay, das war jetzt die dankenswerte Weiterleitung zum nächsten Punkt. Meine Eselsbrücke, jetzt geht es nach der Mobilisation, nach der Dehnung, nämlich zu der Massage. Aber nicht, wie ihr euch vielleicht vorstellt, dass ihr fein massiert werdet. Nein, wir müssen das heute selber machen. Tut mir leid. Während ich etwas darüber sage, kann Maria für sich vielleicht die Haare zusammenwinden, damit wir das besser sehen können, wenn es eine Möglichkeit dazu gibt. Und wir fangen an mit der Übung Messerfinger, nenne ich das. Kein guter Name, aber mir ist kein besserer eingefallen. Messerfinger heißt einfach, wir legen die Finger quasi an die Seite am Hinterhaupt, dem sogenannten Okzipitalrand. Also da ist der Schädelknochen und dann setzen die Muskeln an. Und du kannst jetzt hier so nach unten streifen. Ja, so nach unten streifen. Darf ich die Haare ein bisschen nach oben halten, dann kannst du das sehen, wie Maria das ausstreift. Von oben ruhig, genau. Man kann anfangen oben ein bisschen. Hier kann man auch so ein bisschen massieren und dann ruhig diese Linien nach unten zeichnen. So quasi, wie wenn du da ein bisschen in die Tiefe hineinschneidest. Ja. Und ihr spürt da ziemlich sicher, da gibt es Stellen, die fühlen sich normal an, aber was auffälliger ist, dass es Stellen gibt, die sind verspannt. Das sind diese Triggerpunkte in der Muskulatur, welche schlecht versorgt sind, welche Abfallstoffe beinhalten, weil sie aufgrund der Spannung eben schlecht versorgt sind. Die werden aber auch schlecht ernährt und irgendwann chronifizieren sie sich und du kriegst sie nicht mehr weg. Hier, und das möchte ich sagen, ist denen einfach dann zu wenig. Hier braucht es mehr. Hier braucht es wirklich das, was ich als Unkrautjäten bezeichne. Ja? Denen ist den Garten in Ordnung bringen, mobilisieren, aber jetzt geht es darum, mit der Lupe quasi genau zu schauen, wo sind hier wirklich noch Unkrautreste, und das machen wir mit den Fingern, denn die spüren das mit aufgrund ihrer Sensibilität. Spürst du was, Maria? Ja. Okay, also Maria ist wirklich gut trainiert, macht viel für ihren Körper, aber auch sie findet Punkte, genauso wie ich Punkte finde. Super. Nächste kleine bisschen Anatomie. Hier gibt es einen Wirbel da unten. Der steht ein bisschen heraus. Ja, da unten. Man sieht ihn hier. Wenn die Maria den Kopf etwas nach vorne beugt, sieht man diesen Hügel. Siebte Halswirbel. Der wird auch Prominenz genannt, weil er prominent heraussteht. Und die Übung bezeichne ich als Prominenz freilegen oder freimachen. Du streifst jetzt einfach mit deinen Fingern quasi, gehst zu diesem Wirbel und streifst seitlich auseinander. Bisschen weiter oben, in der Mitte, unten. Du hast das Gefühl, du gehst in dieses Gewebe und hier lagern sich ganz viele Stoffwechselprodukte in diesem Bereich ab. Manche Menschen haben hier wirklich so einen Hügel, den sogenannten Witwenbuckel, ein ganz verquollenes Gewebe, das aus TCM-Sicht eine ziemliche Blockade macht in der ganzen im ganzen Rückenbereich. Das heißt, du kannst Probleme wirklich im Kopfbereich kriegen und dann ist denen oft zu wenig. Hier braucht es wirklich dieses Angreifen. Sanft am Anfang, aber doch bestimmt. Fühlt sich gut an, Maria? Ja, sehr gut. 10, 15 Mal zur Seite streichen ist völlig okay. Manchmal hat man das Gefühl, das fühlt sich so gut an, dann mach es auch ruhig eine Minute lang. Ja? Man sieht auch jetzt, hier entsteht eine Rötung, wenn ich das noch einmal zeigen darf. Der Nacken wird schon ziemlich rot und Durchblutung heißt immer Stoffwechselaktivierung. Stoffwechselprodukte werden abtransportiert. Die Ernährung von dem ganzen Bereich wird verbessert und das ist immer der Traum eines jeden Therapeuten, wenn er das erreicht bei einer Patientin. Super, nächste Übung. Jetzt geht's in den Trapeziusmuskel hinein. Super Übung. Du stellst dir deine Schulter, deine linke Schulter vor als einen Schwamm und den greifen wir jetzt einmal mit der rechten Hand. Genau. Du kannst unter das T-Shirt fassen, kann man aber auch, wenn man Rollkragenpulli anhat, jetzt in der kalten Jahreszeit durchaus durch die Kleidung machen. Auch im Büro kann man sich wahrscheinlich schlecht ausziehen. Und du knetest jetzt diesen Trapeziusmuskel. Das ist jetzt einfach ein bisschen Anatomie in vivo, dass du spürst, ah ja, so fühlt sich der Muskel an.
Zuerst sanft. Und wie bei einem Schwamm, stellst du dir vor, du drückst diesen Schwamm, und ich stelle mir das wirklich bildlich vor, da fließt alte Flüssigkeit raus. Und wenn der Schwamm sich beim Lösen des Griffes wieder vollsaugt, ja, saugt er sie mit frischen Flüssigkeiten vor. Und das ist gar nicht so falsch, denn die Faszien funktionieren so. Ja. Faszien sind mit Flüssigkeit gefüllte oder getränkte quasi Bindegewebsschichten. Und diese alten Flüssigkeiten, ja, die, möchte ich sagen, abgestandenen Flüssigkeiten, speziell in diesem Bereich, müssen raustransportiert werden durch eine Massage, und neue Flüssigkeiten können so hereinkommen. Und dann switche ich ganz kurz nach dieser Übung zur Akupressur. Wir bleiben hier, und du weißt in der Zwischenzeit, wenn du mit deinen Fingern da reingreifst, wo ist der Maximalpunkt, wo ist da ein Punkt, der meistens ausstrahlende Schmerzen verursacht. Die Ausstrahlung geht gerne ins Schulterblatt, wenn es ganz schlimm ist, auch in den Arm, oder sie zieht ganz giftig nach oben in den Nacken, manchmal sogar die ganze Seite des Kopfes durch, die ganze Seite. Maria, findest du einen Schmerz? Yep. Ja. Mhm. Dann häng einfach hier ein mit so einem Hakengriff, lass deinen Ellbogen sinken und entspann. Und den Griff, den kann man auch wirklich länger machen als 30 Sekunden. Das ist so ein Instant-Griff. Wenn du die Möglichkeit hast, diesen jetzt irgendwie so rot zu markieren, dann gebe ich dir genau diese Übung mit, wenn du im Büro arbeitest. Mach die immer wieder zwischendurch. Zusätzlich kann, Maria macht das schon intuitiv, ich muss da gar nichts mehr sagen, den Kopf nach rechts. Warum? Dann ist der Trapeziusmuskel, der Kopf, dieser Kapuzenmuskel, schon in Vordehnung, und dann ist dieser Akupressurpunkt hier noch intensiver. Wenn die Finger dann langsam müde werden, lasse ich gerne die Hand noch so richtig weich oben liegen, so wie das die Osteopathen machen, und denke mir noch ein bisschen schmelzen, schmelzen, schmelzen. Die Schulter sinkt nach unten. Konzentration mehr auf die Ausatmung. Super. In die Mitte. Langsam zurück. Ich möchte dir nur einen kleinen Vorgeschmack geben. Hand lösen. Vergleichen wir bitte wieder die Seiten. Links, rechts. Unterschied spürbar? Ja. Wirklich. Okay. Oft fühlt sich die Schulter an, wie wenn sie tiefer unten wäre. Mhm. Oder sie sind jetzt quasi level, also gleich hoch. Und schön warm. Schön warm. Mhm. Einmal bewusst durchatmen, wieder innerlich dir sozusagen deinem System die Option geben, okay, möchten wir das oder möchten wir die neue Variante? Super, zweite Seite. Greif mit der linken Hand, dann nach oben. Auf der Haut ist natürlich noch besser, als wenn du zu Hause bist, mach es ganz gerne auf der Haut, dann rutscht man weniger, und hier wieder kneten. Und bitte wirklich nimm dieses Bild. Wir wissen, man weiß aus der Forschung, und im Qigong und Yoga wissen wir das schon seit Jahrtausenden, der Körper reagiert auf Bilder. Deshalb gibt es im Yoga oder im Qigong diese blumigen Bilder, den Regenbogen schwenken und der Pfau und was auch immer, weil das was mit unserem System macht. Unser Körper versteht das. Und wenn du dir hier einen Schwamm vorstellst, den du ausdrückst, da rennt die alte Ruhe quasi raus, wenn ich das so sagen darf. Und beim Lösen saugt er sich wieder voll mit frischen Flüssigkeiten, dann ist das relativ ein klares Bild. Okay. Gibt es einen Unterschied zwischen rechts und links, Maria? Ja, also die rechte Seite ist bei mir wesentlich mehr verspannt wie die linke Seite. Also da müsste ich auf jeden Fall länger dranbleiben. Mhm. Also wenn es euch auch so geht, dann bitte folgt der Intuition und bleibt auf der Seite, wo ihr das Gefühl habt, ja, da muss ich noch ein bisschen mehr kneten. Okay. Mhm. Super, wir gehen gar nicht auf die Ursachen, wieso die Rechtsspannung ist, Rechtshänder und so weiter. Es gibt viele Gründe. Wichtiger ist es, aus östlichen Gedanken heraus, das Problem einfach mal zu beheben. Ja? Okay, such dir wieder einen Punkt, Maximalpunkt. Das muss nicht immer das Schlimmste sein. Speziell am Anfang kann man 1, 2, 3 Punkte suchen und sich dann mit dem drittschlimmsten Punkt begnügen. Das erhöht auch die Motivation, dass man sich das wieder weiter macht und dranbleibt. Und das ist auch ganz wichtig nebenbei, bevor ich es vergesse zu sagen, wenn du dieses Problem hast, mach diese Übungen täglich.
Du musst nicht alle Übungen täglich machen, aber such dir einen Bereich aus. Mobilisation, morgen die Dehnung, übermorgen die Massagen und vielleicht am Wochenende, wenn du mehr Zeit hast, mal das ganze Programm. Okay, wenn die Finger dann langsam wieder schwer werden, die Hand noch ein bisschen drauf liegen lassen, der Kopf ist schon wieder schön nach links gebeugt, damit dieser Muskel in Dehnung ist. Wenn das zu schmerzhaft ist, dann lass den Kopf bitte gerade. Genau, mach diese Variante. Wenn ganz, ganz viel Spannung da ist, reicht das schon völlig aus. Okay, wieder zur Mitte zurück. Super. Klopfen. Nächste Übung mit der rechten Hand. Klopfen wir uns mit einer leichten Faust so ein bisschen selber auf die Schulter. Und das ist auch immer wieder der Test. Wenn das schon schmerzt, wenn du dich hier klopfst, dann weißt du, hier hast du einen Übertonus, ja, sogenannten Hypertonus in der Muskulatur, dann musst du unser Nackenprogramm wirklich täglich machen. Maria, ich gehe davon aus, es schmerzt jetzt nicht, aber du spürst... Es ist angenehm. Okay, ich frage nicht weiter nach. wie gesagt, einmal im falschen Polster irgendwie Zug abbekommen, dann kannst du es noch so fit sein. Das kann trotzdem Nackenverspannungen machen. Zweite Seite bitte. Abklopfen. Leichtes Klopfen. Genau, mit der freien Hand schiebe ich ganz gerne den Ellbogen ein bisschen nach hinten, damit du auch weiter hinten klopfen kannst. Denn dieser Muskel ist ja nicht nur an der Seite, sondern wie ich gesagt habe, bei hinten mehr orientiert. Super. Jawohl. Das reicht uns. Kurze Schulterkreisen. Und... ohne Akupressur, das geht bei mir gar nicht. Ein Punkt zeige ich euch, Dickdarm 4. Berühmteste Punkt, jeder, der uns kennt oder der mich kennt, der kennt diesen Punkt. Den verwende ich relativ oft. Ihr bringt Daumen und Zeigefinger zusammen. Es entsteht ein Hügel. Und hier an diesem Hügel geht ihr jetzt an der höchsten Stelle in die Tiefe. Ich zeige es mit meinem heißgeliebten Akku-Pen, also mit diesem Akupressurstift, damit ihr das besser seht. Ihr geht hier in die Tiefe. Ja, ich mache es mit dem Stift, Maria zeigt so vor. Und der Druck geht Richtung Zeigefinger. Spürst du hier einen Schmerz, Maria? Ja. Okay. Maria sagt hier immer ja, weil sie es weiß, sonst suche ich den Punkt und dann tut es wirklich weh. Okay, aber ich glaube ja, dass sie den Schmerzpunkt spürt. Und das ist jetzt ein Punkt, bitte einfach halten. 30 Sekunden atmen. Dieser Punkt, dieser Meridian verläuft hier hoch, zwar bis zur Nase, aber er befreit trotzdem den ganzen Kopfbereich, wie ist ein sogenannter Fernpunkt aus der Akupressur. Und den kann man optional dazu nehmen, ist kein Muss, aber ich empfehle es euch wirklich, auch wenn du skeptisch bist und denkst, okay, it's very spooky, weil es weit ist, weg ist vom Nacken, probier es aus, das hat oft die allergrößte Wirkung. Und ganz bewusst mache ich hier jetzt nur eine Seite, das macht man in der Akupressur oft, damit der Körper sozusagen über diesen Kontrast wieder einen Ausgleich schaffen muss. Hier lasse ich euch wirklich einseitig. Morgen, wenn du das Programm machst, dann bitte aber rechts oder auf der anderen Seite das Ganze machen. Super, Maria, ganz kurz lösen. Spür deine zwei Hände. Nimm nur für einen Atemzug diesen Kontrast wieder wahr. Unterschied spürbar? Mhm. Okay. Super, wir kommen langsam schon zum Ende. Wir haben Mobilisation gemacht, wir haben Dehnung gemacht, jetzt diese Massagetechniken. Wir haben quasi alle Schichten, wir haben uns Schicht für Schicht in die Tiefe gearbeitet und jetzt geht es wirklich in die ganz, ganz, ganz in die Tiefe zu den vier tiefen Nackenmuskeln. Und diese können wir jetzt aktivieren über eine kleine, erstens über kleine Bewegungen. Ich bitte dich jetzt einfach, dass du kleine Bewegungen machst. So wie wenn Maria sich jetzt versucht, Nackenbewegungen zu machen, die ich nicht sehe. Trotzdem bitte ich dich jetzt, sie ein bisschen größer zu machen, damit unsere Zuschauer sie sehen. Durch die Kamera sieht man das Ganze nicht so. Also diese wirklich, wirklich kleine Bewegung. Denn je kleiner die Bewegung, umso mehr geht die Wirkung in die, machen das die kleinen Muskeln. Wenn du große Kopfbewegungen machst, dann arbeiten die äußeren Muskeln. Und die haben wir schon bearbeitet. Jetzt wollen wir in die Tiefe.
30 Sekunden. Wichtig wäre vielleicht dabei noch, dass man die Kiefermuskulatur völlig entspannt lässt, weil es passiert dann oft, dass man so konzentriert ist und dass man wieder sich wieder anspannt. Also wirklich versuchen, die Gesichtszüge dabei ganz locker zu lassen. Super, danke für den Hinweis. Kiefergelenk, genau, Unterkiefer öffnen, kannst ruhig ein bisschen ein fades Gesicht machen. Wenn du ganz, ganz viel Spannung hast, du kannst hier nicht lösen, lass einfach den Unterkiefer locker, dann kannst du auch gerne hier noch etwas ausmassieren. Ja? Vorher kann man so ein bisschen ausmassieren und hier die Spannung rausnehmen. Sehr gut. Und jetzt die Aktivierung, die sanfte Aktivierung. Rechte Hand bitte an die Seite legen. Okay. Die rechte Hand macht jetzt einen, haltet einfach und du schiebst den Kopf jetzt mit, Achtung, maximal 30% deiner möglichen Kraft. 25-30%. Ganz, ganz wenig. Sanft in die rechte Hand. Sodass du in der Tiefe spürst, hoppla, da passiert was. Aber von außen passiert nichts. Maria, spürst du das? Ja. Leg die linke Hand jetzt an den Kopf. Halt die Spannung. Leg die linke Hand her. Nahtlos wechsel jetzt. Mach diese Bewegung zur linken Seite. Hier kannst du lösen langsam. Super. Dann leg die rechte Hand auf deine Stirn. Die Hand macht die Barriere und du drückst deinen Kopf jetzt nach vorne in die Hand. 30%, drei Rufezeichen maximal. Leg die rechte Hand an den Hinterkopf. Nahtlos wechselst du über von nach vorne drücken auf nach hinten drücken. Spürst du es immer noch, Maria? Mhm. Dann die Hand bitte da vorne her, an die so schräg. Drück den Kopf schräg in diese Richtung. Ich zeige es dir so ein bisschen vor. Perfekt, die rechte Hand gegenüberliegend herlegen. Du kannst auch nach vorne drücken, genau, links nach vorne drücken. Wir drücken jetzt in diese Richtung. Dann geht diese Hand nach hinten, wie beim Kompass. Alle Norden, Osten, Nordosten, Südwesten und was es da alles gibt. Die Hand auf die rechte Seite, da hinten in den rechten Hinterkopf. Da nach hinten drücken, nach rechts hinten. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und dann legt die Maria auch noch die Hand auf die linke Seite und drückt da nach hinten. Ganz, ganz leicht. Und manchmal kann es sein, dass es innerlich so ein bisschen knackst, wenn sich Gelenke wieder einstellen. Also diese Übung ist quasi die Integration und die Aktivierung und Kräftigung der tiefen Muskeln, denn das sind Stabilisatoren, die wir gedehnt haben. Du kannst dich erinnern, durch die erste Übung, das nach unten schauen, nach oben schauen. Aber jetzt wollen wir auch sicherstellen, dass sie sich wirklich stabilisieren können. Perfekt. Super. Dann wieder lösen. Also im Prinzip halten wir einmal rechts, links drücken immer dagegen, vorne, hinten, dann die Diagonalen, so, so. Du kannst mit den Winkeln variieren, du drückst einfach nur dagegen immer wieder. Und die letzte Übung der Integration, auch eine Übung, die ihr von mir kennt, die Wirbelsäulenatmung. Die machen wir jetzt gemeinsam. Maria macht sie sitzend, ich mache sie stehend. Hier geht es einfach darum, dass du entspannt sitzt oder stehst. Und du aktivierst nun deine Wirbelsäule, indem du dich in ein Hohlkreuz ein bisschen kippst, hinten die Rückenmuskeln anspannst, dann ganz nach oben schaust, den Kopf zwar nicht überstrecken, aber der Blick geht wieder ganz nach oben, kleine Nackenmuskeln, ja. Und dann komm nach vorne. Jetzt Ellbogen berühren sich nach Möglichkeit, Handrücken berühren sich nach Möglichkeit. Du machst komplett ausatmen, schaust ganz nach unten, du schaust durch dich hindurch quasi. Und dann öffne noch einmal. Einatmen, tief atmen. Hinten spüren, wenn deine ganze Rückenmuskulatur in Kontraktion geht, arbeitet, ja? Und wieder nach vorne, kipp dein Becken. Spür diese Dehnung zwischen den Schulterblättern. Schau nach unten, lass die Augen offen. Letztes Mal, Integration. Nacken. Muskeln arbeiten mit den restlichen Rückenmuskeln mit. Super, ein letztes Mal, dann bleiben wir gerne noch ein bisschen in dieser Rundung. Atme hinten herein und das letzte Bild, das ich dir mitgebe, stell dir deinen Rücken vor, vom Kopf bis zum Gesäß nach unten. Als eine Hülle. Ja? Und wenn du atmest, dann dehnt sich diese Hülle elastisch aus und entspannt sich beim Ausatmen. Einatmen und ausatmen, wieder entspannen. Zurück zur Mitte, Hände kurz ablegen
Okay, Maria, vielleicht kannst du noch ganz kurz beschreiben, wie du dich fühlst, also wie du jetzt in den Körper spürst. Generell, man spürt sich, also ich spüre mich jetzt wesentlich freier. Jetzt nicht nur im Nackenbereich, sondern auch Arm, Brustwirbelsäule. Die Atmung fließt auch wieder wesentlich entspannter. Mein Fokus ist auch wieder gegeben, also ich habe das Gefühl, ich habe mich wieder mehr zentrieren können. So die leichten Spannungsschmerzen haben ein bisschen nachgelassen oder sind überhaupt weg. Also rundum perfekt. Vielen Dank für das Programm. Super, freut mich für dieses gute Feedback und ich hoffe, euch geht's gut. Mich würde es freuen oder uns würde es freuen, wenn ihr uns das unten in die Kommentare reinschreibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Abonniert bitte auch unseren Channel, damit ihr immer up to date seid über die neuesten Produktionen. Bald werden wir was machen, auch zum Thema Knie. Da ist dann die Maria, die Spezialistin, die mich durch ein gutes Knieprogramm führen wird. Und so möchten wir dich jetzt durch so ganz, ganz wichtige, häufig auftretende Problembeschwerden durchführen, damit wir euch da ein bisschen wirklich Hilfe geben können. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, macht das Programm täglich. Einmal, wenn es dann besser ist, kann man auch das auf 3-4 Mal in die Woche zurückgehen, aber mach's bitte regelmäßig und gib dir 3 Wochen Zeit, bis du Verbesserungen spürst und ja, dann kannst du dieses Problem wirklich ein für alle Mal loswerden. In diesem Sinne bedanken wir uns für deine Aufmerksamkeit und freuen uns, dich in einem unserer anderen Videos wiederzusehen. Bis bald!